Erlauben Sie mir, ein wenig persönlich zu werden. Die ersten 9 Jahre meiner Kindheit verbrachte ich bei meinen Großeltern in Edremit, ehemals Adramitiani, zwischen Troja und Pergamon, direkt gegenüber von Lesbos. Lesbos, der Insel der Dichterinnen, die wir seit 2015 immer mit angeschwemmten Kinderleichen und seit 2016 mit menschenunwürdigen, überfüllten Lagern verbinden werden. In der Dichtung war es Kassandra, die als Beute der siegreichen Europäer, verschleppt nach Mykene, als Prophetin mit Migrationshintergrund die europäische Genealogie der Gewalt voraussagte. Eine Genealogie der Gewalt, die sich von der Antike bis in die von Heiner Müller prophezeiten Ruinen der Festung Europa des 21. Jahrhunderts blutig durchbuchstabiert. Unsere Realität mit rechtsfreien Räumen an unseren Außengrenzen, in denen das Grundrecht auf Leben ausgesetzt ist, mit abertausenden Toten im Mittelmeer, mit überfüllten Lagern, in denen die Menschen ihrem Schicksal überlassen sind, übertrifft jede griechische Tragödie, die je für das Theater geschrieben worden ist. Menschlichkeit und Solidarität von der Politik und der Zivilgesellschaft unseres Landes dieser Tage angesichts der Pandemie viel sprechen, dürfen nicht aufhören, an unseren alten und neuen Grenzen vom Gartenzaun bis Griechenland. Die gegenwärtige Situation hat die Prophezeiungen der Dichtung längst eingeholt. Die Götter scheinen für immer verstummt. Ich bin keine Prophetin, aber ich bin eine Bürgerin und Kulturschaffende Europas, Deutschlands und Berlins und fordere meine politischen Vertreterinnen auf, diese europäische Barbarei umgehend zu beenden, endlich zu handeln und die Lager auf den griechischen Inseln zu evakuieren. Wir müssen diesen Menschen helfen, und zwar jetzt. Say it loud, say it clear, refugees are welcome here. Und ich kündige die letzte Rednerin Berenice Bölo vom Republikanischen Anwaltsverein an.